So, servus Leute, willkommen bei meinem ersten Video für Merch bei Amazon. Ich bin Mike, Merch Mike Channel oder Name, wie auch immer. Ja, wir reden mal über Popsockets. Viele wollten wissen, wie das aussieht, was da gemacht werden muss, worauf man achten soll, ob ich das machen kann. Ich habe gesagt, okay, ich probiere es. Ich habe früher viel gezockt, habe viele Videos gemacht, habe einen Clan. Also, schauen wir mal, ich würde schon hinhauen. Okay, also fangen wir mal hier an. Popsockets wurden released. Was sind Popsockets? Können wir uns hier mal kurz Video. It's a fun accessory for your phone. A chance to show off your style. Whenever, wherever. Just pop to use and collapse to lay flat. Use style. Seht ihr das? Ich sehe es gerade. Ja, mein Handy. Ich habe auch ein Popsocket und ich habe zufällig das sogar, wo da drauf ist. Geil, oder? Okay, weiter. Whenever, wherever. Just pop to use and collapse to lay flat. Use one to go on a road trip. With your big dog. Snap a picture. Or don't. Watch a video. Then do a kick flippy thing. Text with one hand. So you can hold a bunch of balloons. Just use it to hold your phone better. Okay, und so weiter. Bla bla bla, für was ist alles so tolles. Okay, gehen wir mal auf die wichtigen Sachen ein. Die Bildgröße soll 485 x 485 Pixel haben, in PNG-Format. Dann haben wir hier ein schönes Template, wo uns dann sagt, wie darf das alles aussehen oder wie sollte es sein. Wo sind die Safe Zones, wo sind die Zonen, wo nicht gedruckt werden. Also hier sind die Zonen, wo nicht gedruckt wird, natürlich in den Ecken, weil das Ding rund ist, ganz klar. Safe Zone ist im roten Bereich, heißt alles, was hier drin ist, wird bestimmt gut gedruckt. Alles, was drüber steht, naja, gehe ich mal von aus, ist so nicht die Garantie, dass das alles so super sauber wird dann. Ne? Okay. Also, man beachtet die rote Zone. Genau. Hier sehen wir mal Beispiele. Da ist ein Mond, der optimal eingepasst worden ist. Warum? Ich zoome mal ran. So. Der Mond geht über die blaue Linie. Das heißt, er ist in der Safe Zone. Wenn ich das jetzt hochlade so, dann wird der Mond praktisch hier außen abgeschnitten. Ja, und es bleiben keine Ränder stehen. Zum Beispiel so wie hier. Wenn du das hochlädst, das ist innerhalb des blauen Bereichs, das heißt, es könnte ein Millimeter weißer Bereich übrig bleiben und dann sieht man das auch auf dem Popsocket und es sieht beschissen aus. Deswegen sollten wir immer schauen, dass die Bilder größer sind als der blaue, runde Bereich. Und was wichtig ist, sollte natürlich im roten Bereich stehen, wie Text und so weiter. Okay. Hier sieht man es zum Beispiel, naja, auch wieder größer. Sieht man es besser? Der Fisch ist im guten Bereich und rechts ist der Fisch im schlechten Bereich. Ja, das heißt, der Fisch wird zwar auch hier gedruckt, aber könnte sein, dass halt ein Stück dann fehlt oder nicht so sauber aufgebracht ist auf dem Popsocket. Also immer wirklich schauen im roten Bereich. Ja? Gut. Jetzt sehen wir schon mal unten noch ein Beispiel. Hier haben wir einen Donut. Der hat einen transparenten Hintergrund, stört aber nicht, weil der Donut keinen Hintergrund braucht. Was wir hier rechts sehen, ist der Text ist weiß. Also die Grundfarbe der Popsockets ist immer weiß. Wenn ihr einen transparenten Hintergrund habt und einen weißen Text nehmt, wird man den Text nicht auf dem Popsocket sehen können. Das heißt, bei sowas einen schwarzen Hintergrund hinterlegen oder einen blauen oder whatever, Hauptsache. Ja, was Dunkles. Dunkler als weiß zumindest. Was ist noch wichtig? Im Brand solltet ihr nicht Popsockets schreiben. Das heißt Rejections. Es ist verboten. Wenn ihr es doch macht, kriegt ihr Rejections um die 10, 20, 30, je nachdem. Und dann seid ihr ratzfatz wieder weg vom Markt. Also ganz wichtig und beachten, wenn hier Regelungen von Amazon sind, peinlichst drauf achten.
auch mit Brands, mit Kopien, mit Markenprodukten, ne, Markennamen, lass die Finger davon. Auch für irgendwelche Protestmärsche oder so, das ist immer so ganz so graue Zone. Ich war da, ich war zwei Monate gesperrt und mich hat es richtig angekotzt. Ich hatte ein Topseller-Shirt, haben bestimmt auch von euch viele gesehen, wo schon länger beim Merch sind. Aber für den Topseller wurde ich gesperrt. Also es war kein Spaß mehr. Ne? Ich habe gedacht, ich kriege meinen Account nicht mehr. Es war jetzt nichts Verbotenes, aber es war auch, ja, es war so eine Bewegung. March for Our Lives, genau. Es war eigentlich einfach eine Bewegung, wo viele T-Shirts gemacht haben. Und ich habe da gerade angefangen, habe auch ein Design gemacht, habe es ein bisschen anders gemacht und bumm, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber das Ende vom Lied war, irgendwie hat dann Amazon auch gesagt, die wollen nichts daran verdienen, weil auch die Bewegung ihre eigenen Shirts hat. So war das. Und ja, ich habe sehr viele verkauft, viel Geld gemacht. Ich hätte noch mehr Geld gemacht, würde es nicht gesperrt worden sein, aber ich habe dann auch die anderen runtergenommen, aber irgendwie war es dann zu spät, weil es so viele waren. Und ich damals einfach gedacht habe, von den Shirts gibt es etliche, warum soll ich nicht auch eins machen? Ist falsch. Okay? Nur weil es einer macht, heißt nicht, dass es richtig ist. Also wirklich darauf achten, die Foren lesen, in die Facebook-Gruppen joinen, sich informieren, was ist erlaubt, was ist nicht. Ihr könnt auch fragen in vielen Facebook-Gruppen, wo ich auch drin bin. Hey, wie sieht's aus mit dem Shirt? Die Demo ist, das Event ist, darf man das? Viele werden gleich schreiben, nee, vergiss es, lass die Finger davon. Also da ist die Merch-Community echt Gangster. Ist echt cool. Dann mach das auch nicht. Okay, zurück zum Thema Popsockets. Das sind so die groben Geschichten. Wie gestaltet sich der Preis? Der Listenpreis bei 13,99 würde der 1,56 Dollar verdienen, bei 14,49 1,90 Dollar. Wie jeder preist, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe halt da auch eine eigene Strategie, funktioniert ganz gut. Ich bin jetzt seit Januar dabei, glaube ich. Kann ich euch kurz mal ein Bild zeigen? Ja, kann ich. Okay, wurscht. Okay, so sind die Royalties. Pricing, wie man Bock drauf hat. Oder wie es halt läuft, ne? Wenn du einen guten Sale hast, gute Verkäufe, dann natürlich auch hochschrauben wie bei den T-Shirts. Was ganz cool ist, ich hatte beim Start von Popsockets, habe ich gesucht in Amazon, gab es 729 Popsockets. Es war irgendwie in der Nacht. Ich habe dann angefangen, auch 70 zu designen. Und dann bin ich schlafen gegangen. Oh shit, jetzt habe ich mich vertippt. Es leckt auch ein bisschen. Da. Wie gesagt, ich hatte 729 Popsockets waren online, wo es gelauncht ist. Cool, wenig Competition. Ich mache mal ein paar Popsockets. So, jetzt wenn man mal reingeht. Jetzt wenn man mal nachguckt. So, müsst ihr euch mal einziehen. Es war vor 3-4 Tagen. Weiß nicht mehr genau. 3-4 Tagen. Ich mich jetzt so Tipp. So. Da. Zieht euch das rein. 10.000. 10.000.
Das ist hardcore, ne? Das ist echt hardcore. Das ist Wahnsinn, wie fleißig die Leute hier in der Community sind und hier Popsockets bestücken mit Bildern und Texten und Sprüchen. Das ist unglaublich viel. Es war vor 4 Tagen oder 3 Tagen, ich weiß es nicht sicher, hatten 729 Popsockets. Und jetzt zieht euch das rein. Das ist unglaublich. 10.000. Okay. Gut, soviel dazu. Wo waren wir? Also, Royalties. Okay, wie gehe ich dem vor? Es gibt Merchant-Former, da könnt ihr gucken, was geht, was läuft, was kann man verkaufen, was für Themen gibt es. Ich nehme mal jetzt einfach Bike, habe ich schon vorher als Muster rausgesucht. Search mal nach Bike. Ist kostenlos, könnt ihr nachgucken. Was ihr installieren solltet, wären so Drittanbieter-Tools wie hier oben DS Amazon Quick View. Damit könnt ihr dann sehen hier die Ranks. Und vorhin habe ich schon ein Shirt gesehen, bei der ersten Aufnahme, die echt beschissen war, dass hier das Shirt einen guten Rank hat. Das suchen wir uns auch gleich raus. 96.000. So, Live Behind Bars. Ja, das ist ein gutes Design, guter Text, verkauft sich gut. $23.99. Ich weiß nicht, ob er Competition hat. Könnten wir jetzt auch noch gucken, warum der so teuer verkaufen kann. Oder ist es einfach nur ein gutes Design, das gut ankommt, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, sowas in der Art könnte man auch machen. Das machen wir auch. Dann gehen wir mal zu Pixabay, was eigentlich auch jeder kennen sollte. Gib mal Bike ein auf die Schnelle. Ich beeile mich hier ein bisschen, dass das Video nicht so lang wird. Das ist mein erstes Video. Also wenn es euch gefällt, lasst dann Daumen oben da. Oben da. Ja, dann schauen wir mal bei Vector. Das habe ich mir vorhin schon gefunden. Ja. Da könnt ihr euch dann eben Bilder raussuchen für Popsockets. Was ich dann mache, ist einfach Rechtsklick, Speichern unter, weil groß braucht man es nicht. Ne? Bild Speichern unter, das jetzt als Beispiel. Speichere ich einfach auf die Schnelle. Boom. Bike List, Speichern. Boom. Fertig. So. Dann, was ganz wichtig ist, TM-Hand benutzen. Könnte sein, dass der Spruch getrademarkt ist. Wie heißt das nochmal? Live Behind Bars. Können wir jetzt mal gucken. Live Behind Bars. Ob es getrademarkt ist. Ich hoffe nicht. Es war mal und ist nicht mehr. Puh, Glück gehabt, weil ich habe nämlich vorhin das Video aufgenommen, habe das Design gemacht, hochgeladen und ich habe nicht geguckt bei TM-Hand. Also immer vorher machen. Okay, also ist sicher. Ja, wenn es sicher ist, gehen wir dann auf unsere Seite zum Hochladen. So, dass ich wieder rein bin. Ja. Nicht drin, das ziehe ich mir bloß mal kurz hier rüber. Dass man nicht alles sieht. Und okay, passt. Kommt wieder hier rüber. Also, hier sieht man die normale Maske, normalerweise T-Shirt, Premium Longsleeve, Sweatshirt, Pulli, Hoodie und Popsockets. Und wir machen Popsockets. So, so sieht es dann beim Hochladen aus. Wir erinnern uns, es gab ja eine Vorlage. Hier. Wie das aussehen soll. Worauf man achten soll. Okay, jetzt müssen wir aber noch das Design machen. Habe ich vorhin schon gemacht. So sieht es aus. Ich habe mir praktisch jetzt den B-Mixer genommen, habe Live Behind Bars hingeschrieben, habe hier die Breite und Höhe festgelegt, habe den Hintergrund blau gemacht, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man ein weißes Popsocket hat und einen weißen B-Mixer mit Live Behind, würde man dann nicht mehr sehen, sondern nur das Bars. Ne? Jetzt mal als Beispiel zeige ich euch mal weiß. Ja gut, würde man sogar ein bisschen sehen, weil die Grafiken sind grau. Aber idealerweise schöne Farbe hinten rein, passt das auch mit dem Nachbarn. Das Ganze dann exportieren. Inkscape benutze ich sehr gern. Ich illustriere auch selber. Ich war früher auch
Map Designer, also 3D-Visualisierung. Mittlerweile illustriere ich auch viel. Ich habe mir jetzt ein iPad gekauft mit iPen. Zeichne eigentlich 70% selber. Das ist jetzt nur für Demo-Zwecken. So, okay, haben wir exportiert. Dann wollen wir das natürlich auch hochladen. So. Wir haben jetzt kein T-Shirt, sondern Popsocket, ne? Upload. Da ist unser Design. So wie es sein soll, mit Hintergrund. Ich lade es hoch. Zack. Sieht gut aus. Also wie man hier sieht, ich könnte jetzt noch oder sollte das ein bisschen verkleinern. Das ist wirklich innerhalb des roten Bereiches. Das ist jetzt nicht so schlimm für Demo-Zwecken. Ihr achtet bitte drauf, dass das auch wirklich da drin ist. Ja. Dann weiter zu der Auswahl. Für Farbe gibt es hier natürlich nicht. Noch nicht. Also ich denke, es kommt auch nicht. Weil die Grundfarbe ist vielleicht wahrscheinlich immer weiß. Ja. Der Popsockets, das Grundprodukt. Und das andere wird dann wahrscheinlich drauf lackiert. Ja, dann kann man einen Preis festlegen, 14,99 oder wie wir vorhin auch gesagt haben. Ne? Save und Continue. Ja. Und dann Brand, Titel und so weiter. Eingeben wie bei den T-Shirts. Preis nochmal, Description und dann ja, hochladen. Fertig, wie bei den T-Shirts. Gut, das war's zu den Popsockets von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Vielleicht mache ich noch mehr, keine Ahnung. Vielleicht kommt's gut an, vielleicht auch beschissen. Ich habe halt früher TeamSpeak gezockt, ne? Counter-Strike. Da hat man einfach mit Fraps aufgenommen und TeamSpeak nebenbei gelabert und fertig. Okay, dann wünsche ich euch viele Sales. Schreibt mir mal unten rein, was ihr vom Video haltet, ob ihr schon Popsocket habt, ob ihr schon erfolgreich habt, ob wie viel ihr schon verkauft habt. Ich habe glaube ich, ich hab 70, 80 hochgeladen, sowas, und habe schon 10 Stück verkauft, also 10 verschiedene, voll geil, 10 verschiedene. Ja. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht und happy Merching, viel Umsatz, viel Spaß und bis demnächst. Haut rein.